Liebe Waage, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich im Schwitzkasten. Was hält dich im Schwitzkasten? Was bereitet dir Sorgen? Was Druck? Schauen wir uns hier in diesem Video an, worum es genau geht, Ursachen, Blockaden, Lösungsansätze und das eventuell daraus resultierende. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Diesen Link findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage im Schwitzkasten. Liebe Waage, du sagst, ach, eigentlich ist alles gut. Und über dir steht ganz stark Verdrängung. Der Schuh drückt. Schauen wir, wo er drückt. Ja, ganz stark Verdrängung. Schau her. Du denkst, denkst, überdenkst. Vielleicht hast du sogar schon Kopfschmerzen vom vielen Denken. Dein Unterbewusstsein auf Hochtouren. Manch einer von euch kann sogar Gelenkschmerzen verspüren. Stechen. Vor allem auch Stechen beziehungsweise ja, im Lendenwirbelbereich beziehungsweise Ischias-Schmerzen. Bei Gesundheit, falls dies zufällig auf euch zutrifft, bitte immer einen Arzt aufsuchen. Lasst euch von einem Profi beraten und behandeln. Es ist, als würdest du nach Antworten suchen, doch aus Angst, die Antwort nicht zu finden, fokussierst du dich auf das Problem, aber auf eine etwas für dich ungesunde Weise. Gut möglich, dass dies mit Familie zu tun hat, sei es im Zwischenmenschlichen wie im Materiellen, liebe Waage, doch das schauen wir uns nachher im Detail an. Ich glaube, liebe Waage, du bekommst tiefe Einsicht. Doch dazu musst du dich öffnen, darum bitten, dass dein Kronenchakra gereinigt und geöffnet wird. Denn die Gedanken drehen sich immer nur im Kreis bei dir. Nach oben ist es momentan, ja schau her, nicht offen. Da haben wir es schon, worum es geht. Eigentlich bist du kurz vorm Burnout bzw. so müde und erschöpft. Wende es immer an, wie es auf dich passt. Falls es gar nicht auf dich passt, liebe Waage, dann ist dieses Kollektiv-Reading mal nicht für dich gedacht. Also, eigentlich bist du schachmatt gesetzt. Warum? Du denkst darüber nach, über dein Leben, über das, was du eigentlich wolltest, eigentlich heute willst. Denkst über deine Ziele, Träume nach, was ist Realität geworden, was hast du erreicht. Der 11.7., vielleicht gerade der erst vergangene oder ein ganz ausschlaggebendes Jahr an einem 11.7. Was ist dort passiert? Vielleicht bereust du eine Entscheidung aus jüngster Vergangenheit oder Vergangenheit, die schon länger zurückliegt. Was wäre, wenn? Ja, das ist natürlich der perfekte Looping für unsere Gedanken. Es geht jetzt erst einmal darum, dass du Pause machst, aber vor allem hier oben in den Gedanken, dass du mal auf dich fokussierst und nicht auf das Problem, dass du wieder mental und psychisch zu Kräften kommst. Richte dich neu aus. Ganz wichtig. Schaue, sind
Neue Ziele in Sicht. Was sind heute deine Träume, liebe Waage? Oft halten wir an Dingen fest, die wir vielleicht vor 2 Jahren wollten oder gar noch letztes Jahr, gar noch Anfang diesen Jahres. Doch das muss nicht so bleiben. Also schaue, was ist heute aktuell, was ist aktueller denn je? Geht es noch mit deinen Zielen und Wünschen konform? Und sie sagen dir, lass deine Wünsche wahr werden. Träume groß, liebe Waage, träume groß, alles ist möglich. Worum geht es genau? Ja, du möchtest Erleichterung aus einer ganz bestimmten Situation herauskommen. Zu viele. Und liebe Waage, ich sag dir was. Es wird leichter, ganz unerwartet. Doch manchmal, liebe Waage, wenn du dann in dir so zusammengesunken bist, den Erschöpfungsstatus bemerkst, eher voll quasi wahrgenommen wird. Ich höre bei manchen, sie ihr ganzes Desaster wahrnehmen. Also nichts ist ein Desaster, liebe Waage. Es gibt für alles eine Lösung. Dann bist du so erschöpft und ermüdet, dass du dich selbst wunderst, dass du überhaupt noch auf den Beinen stehst. Und aus diesem Grund du oft auch aus deiner Realität heraus flüchtest. Du wünschst dir so sehr Leichtigkeit. Sprichst noch dazu mit niemandem drüber. Also du erleichterst dich auch nicht, indem du dich anvertraust. Gut möglich ein Stier ausschlaggebend. Die Frage des Lebens, der Sinn nach allem. Es wird leichter, wenn du nicht nur in deine Spiritualität zurückkommst, sondern auch, wenn du den richtigen Menschen fragst. Den für dich richtigen Menschen findest du in einer Fortbildung, in einem Seminar, in einem Coaching, findest du spirituell weiterentwickelt. Es geht nicht darum, dass du nicht spirituell entwickelt bist. Das wollen sie damit nicht sagen. Doch es ist jemand, der zu deiner Situation einen größeren, weiteren Ausblick hat und bei dem findest du Antwort. Auch gut möglich, liebe Waage, dass du dich wahnsinnig eingeengt fühlst in einer Verbindung, sie wie eine Fessel auf dir wiegt. Und die Waage, was macht sie? Sie ignoriert es einfach weg. Doch, das ist momentan nicht die Lösung. Die Waage, neue Ausrichtung. Worum geht's? Du möchtest ein für alle Mal etwas hinter dir lassen und etwas vollkommen
kommen, für dich verändern. Die Waage. Was braucht die Waage? Zeige dich verletzlich. Das heißt, öffne dich einer Person deines Vertrauens erstmal. Und erkenne vielleicht das, was du als deine immens große, unüberwindbare Schwäche ansiehst. Erkenne sie als Kraft. Und ein Verlust. Spielt auch noch eine Rolle. Allein sein, alles alleine stemmen müssen. Familie. Wir machen weiter im Extended, liebe Waage. Gehen weiter ins Detail. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao.